Hallo Leute, heute geht's zum... Sag mal, das Bild ist doch total schief, oder? Mach mal gerade, danke. Also, und sag mal, jetzt bist du doch komplett unscharf, das sehe ich ja von hier. So ist gut. Also nochmal von vorn. Hallo liebe Leute, heute geht es um... Sag mal, was machst du da? Ich bin hier am Moderieren. Du musst dich mal so ein bisschen benehmen. Naja, aber genau darum geht's heute. Um Regeln und ums Benehmen. Und das mit dir, das üben wir noch. Also so geht's nämlich nicht. Regeln begegnen uns im Alltag überall. Zum Beispiel, wenn wir nur bei Grün über die Ampel gehen. Oder uns einen Fahrschein kaufen, wenn wir Bus fahren. Oder auch, wenn wir Sachen bezahlen, die wir uns im Laden aussuchen. Diese Regeln sind wichtig für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Damit der Umgang miteinander angenehm ist, gibt es noch das gute Benehmen. Dazu gehören Dinge wie Tür aufhalten, Hallo sagen, nicht mit vollem Mund sprechen oder auch einfach hilfsbereit sein und anderen Menschen helfen. Ich check heute, was man unter Etikette versteht und wie wir uns bei einem feinen Abendessen richtig verhalten. Dafür treffe ich Benimmexpertin Bethül und eine Gruppe von Kindern an einer edlen Tafel. Außerdem finde ich raus, wie sich die Regeln für unser Zusammenleben im Laufe der Zeit verändert haben und welche Regeln heute für uns alle gelten. Und dann lerne ich noch Maximilian kennen. Er hat sich jahrelang nicht an Regeln gehalten und musste deshalb sogar ins Gefängnis. Er erzählt mir, wie er es da wieder rausgeschafft hat und wie sein Leben jetzt aussieht. Also laut Checker-Regeln kommt jetzt der Benimm- und Regelcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Ich meine natürlich, ich bitte höflichst um die Checker-Fragen. Vielen herzlichen Dank. Was ist Etikette? Warum gibt es Regeln? Und welche Regeln gelten im Internet? Das check ich für euch. Mit der allergrößten Freude. Mist, Leute, ich bin viel zu spät dran. Ich bin schon seit 5 Minuten mit der Benimmexpertin Bethül verabredet. Aber irgendwie habe ich mich verlaufen. Und bestimmt wartet sie schon voll lange. Ah, so was Blödes. Tut mir so leid. Tut mir so leid, ich habe mich verlaufen, habe dich nicht gleich gefunden und ich bin zu spät, sorry. Dadurch, dass du dich entschuldigst, ist es gar nicht schlimm, weil damit zeigst du, hey, es war gar nicht mein Verschulden, ich habe alles gegeben, aber irgendwie ist es schief gelaufen. Aber eigentlich gleich die erste Regel gebrochen, wenn man zu spät kommt, dann ist es erstmal unhöflich, richtig? Ja, also ganz schlimm wäre es, wenn du sagen würdest, es kam was Spannendes im Fernsehen. Ah ja, klar, weil damit sage ich indirekt auch, du bist mir nicht so wichtig, ne? Genau. Vielen Dank, dass du mir da verzeihst. Jetzt habe ich auch bei dem ganzen Chaos vergessen, mich vorzustellen. Hallo Bethül, freut mich. Tobi. Hallo Tobi, mich freut's genauso. Und normalerweise würde man sich zur Begrüßung ja auch die Hand geben. Wegen Corona desinfizieren wir die und dann bin ich gespannt, wie der perfekte Händedruck aussieht. Und jetzt würde ich normalerweise zu dir kommen und sagen, hallo Bethül, Tobi, freut mich. Hallo Tobi, freut mich genauso. Und wie war jetzt das? Klasse. Ja? Du hast auch einen schönen Händedruck. Ja? Weil meine Mama hat mir beigebracht, beim Handgeben ist das Wichtigste, guck jemanden an, nicht auf den Boden gucken und so machen. Und was ich aber ganz unangenehm finde, ist, wenn ich die Hand gebe und das ist so, guck. Oh, so ganz ohne lasch. Druck. Ja. Wir nennen das der tote Fisch in meiner Hand. Oh, ja. Was für ein Ding? Also, wenn gar kein Druck da ist und manchmal ist die Hand ja auch feucht oder nass vom Schweiß, dann fühlt sich das an wie so ein toter Fisch. Und das mögen wir alle gar nicht. Okay, nee, ich will keinen toten Fisch in der Hand haben. Ja. Weißt du, was mir jetzt erst auffällt? Da ist ja ein voll schönes Schloss. Habe ich bisher gar nicht gesehen. Wer hat da gewohnt? Adlige. Dann war doch für die bestimmt ganz, ganz wichtig, dass die sich an solche Benimmregeln halten, oder? Also je adliger jemand war, je mehr er sich in diesen Kreisen bewegt hat, desto mehr musste er sich richtig strikt an solche Etikette-Regeln halten. Warte mal, jetzt hast du Etikette gesagt. Das ist auch eine Checker-Frage. Was ist Etikette? Etikette ist das Wort für Benehmen. Also wie wir uns zu verhalten haben in der Gesellschaft. Dieser Begriff hat eine Geschichte, die reicht fast 400 Jahre zurück. In Zeiten von Ludwig dem 14., das war der französische König. Deshalb Etikette ist auch ein französisches Wort. Und er hat festgestellt, dass man in seinem Schloss sich nicht so verhält, wie er sich das vorstellt. Und dann hat er den Begriff Etikette erfunden, hat tatsächlich auch so echte Schilder, Benimmregeln draufschreiben lassen, wie sich die Menschen in seinem Umfeld zu verhalten haben.
Das ging sogar so weit, dass die Etiketten an den Menschen angebracht wurden. Und da stand hauptsächlich drauf, welcher Rang dieser Mensch auch hat. Und je mehr oder je höher der Rang auch war, desto näher durften sie an den König ran. Also es ging sogar so weit, dass selbst bei seinem Geschäft, also bei seinem Toilettengang, die Menschen alles getan haben, dafür dabei zu sein. Nicht dein Ernst? Ja, verrückt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wirklich, der König ist aufs Klo gegangen, hat sein vielleicht großes Geschäft verrichtet und da wollten die Leute dabei sein und sie haben sich extra gut benommen, damit sie das durften. Genau. Mir dünkt, ich muss mich entleeren. Gefolge, zeigt mir eure Etiketten. Ja, erfolge mir, aber hurtig. Vor 400 Jahren war das praktisch das Ziel, ihm beim Geschäft zuzuschauen. Und heute tatsächlich ist das unhöflich und man schließt die Türen ab. Genau. Und wie sich die Benimmregeln im Laufe der Jahre verändert haben, gucken wir uns jetzt an. Vor mehr als 200 Jahren hat dieser Mann hier ein ganz wichtiges Benimmbuch geschrieben. Nämlich Adolf, Freiherr von Knigge. Der war auch ein Adliger, wollte das aber eigentlich gar nicht sein. Er hat diese alleinherrschenden Adligen richtig verachtet. Knigge wollte mit seinem Buch die Bürger darüber aufklären, dass sie von den Adligen unterdrückt werden. Klar, ein Bauer zum Beispiel hatte damals überhaupt nichts zu sagen. Wenn jetzt aber die Bauern wüssten, wie man sich am Hofe zu benehmen hat, würden sie vielleicht auch mehr Gehör bei den Herrschern finden, sich so von ihnen befreien und eine bessere Gesellschaft bilden können. Viele dieser Grundsätze, die Knigge aufgeschrieben hat, gelten auch heute noch. Zum Beispiel, dass es höflicher ist, sich zurückhaltend und ruhig zu verhalten, als polternd und laut. Oder dass man sich nicht ungefragt in die Angelegenheiten anderer einmischen sollte. Und in Knigges Buch steht übrigens auch, dass Erwachsene Kinder ernst nehmen müssen. Das finde ich ja besonders gut. Auch beim Kommunizieren sind Benimmregeln super wichtig. Zum Beispiel sollte man während eines Gesprächs nicht die ganze Zeit aufs Handy starren, sondern dem Gegenüber in die Augen gucken, zuhören und nicht unterbrechen. Stimmt. Sorry. Bitte. Etikette nennt man die Benimmregeln, die früher bei den Adligen galten. Heute steht Etikette immer noch für gute Manieren. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Wie nennt man eine Gesellschaft ohne Regeln? A. Anarchie. B. Demokratie oder C. Diktatur? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Bethül nimmt mich jetzt mit ins alte Schlossgemäuer. Dort bekomme ich einen kleinen Essensbenimmkurs. Trifft sich ganz gut, ich habe nämlich einen ziemlich leeren Magen. Wow, das ist ja ein toller Raum. Das ist ja wie bei den Rittern noch. Ja. Und ich nehme an, jetzt geht's irgendwie um Tischmanieren. Also ich soll Tisch decken. Ja, gerne. Also die Teller sind ja einfach. Aber hoffentlich kriege ich das mit dem Besteck hin. Ich probiere es einfach mal, ja? Bitte sehr. Ja, das ist fast richtig. Bei dir sind jetzt alle Besteckteile auf der rechten Seite. Die Gabel kommt allerdings auf die linke Seite. Aha. Und eine Sache sehe ich auch noch. Schau mal, hier der kleine Löffel. Wenn das jetzt ein kleines Auto wäre und in die Garage fahren würde, dann würde sie später hier so ankommen in der Garage, nämlich auf dem Kopf stehen. Ja. Und deshalb kann man sich das gut merken. So rumgedreht ist der Dessertlöffel. Ja. Perfekt, denn jetzt, wenn er in die Garage nachher fahren würde, würde er genauso wie der Suppenlöffel korrekt platziert sein. Das gefällt mir gut, das Bild. Okay, noch schnell die Tafel fertig decken und dann kann's losgehen. So, Bethül, was meinst du? Das sieht doch super aus. Blendend. Oder? Ja. Finde ich auch. Eigentlich fehlen auch nur noch die Gäste. Die könnte ich uns einfach herschnippen, wenn du willst. Kannst du das? Klar, bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Und da seid ihr schon. Das ist der Hashtag. Hallo alle. Meine Gäste sind Anna, Gentian, Letizia, Frederik, Greta und Aurel. Jetzt sitzen die ja einfach so. Muss man beim Hinsetzen schon irgendwas beachten? Also, wenn ihr mal drauf achtet, eine Handbreite weg vom Tisch zu sitzen. Ich mach mal mit. Ich sag immer, schaut so, dass eine Katze auf eurem Schoß Platz hätte und eine Maus hinten durchhuschen könnte. Also nicht ganz hinten
anlehnen. Immer einen kleinen Spalt. Genau, so nah den Stuhl ranrücken. Und jetzt kommt der ultimative Aufrecht-Sitzen-Test. Das Buch hier darf auf keinen Fall runterfallen. So soll ich das jetzt balancieren? Exakt. So soll ich sitzen bleiben, während ich esse? Ja. Ich möchte es mal bei dir ausprobieren, Letizia. Kopf gerade. Könnt ihr ja auch mal zu Hause ausprobieren. Wow, voll gut. Boah, also mir kommt das ehrlich gesagt alles ganz schön steif vor. Aber immerhin kommt jetzt der erste Gang. Noch die Servietten auf den Schoß und dann geht's los. Es gibt Flädlesuppe. Und jetzt immer dran denken, schön aufrecht zu sitzen. Aber Leute, ganz ehrlich, gerade bei der Suppe finde ich das nicht so leicht. Oh, jetzt ist uns was Spannendes passiert. Warte, Tobi, dir ist jetzt eine Flädle auf die Tischdecke gefallen. Ich fand das nicht spannend, ich finde das sau peinlich. Das ist nicht peinlich, das ist sehr gut. Das passiert überall und das ist auch gut, dass ihr wisst, wie ihr damit umgeht. Erster Löffel. Was machen wir mit dem Flädel? Nehmen wir es mit der Hand und essen es? Ich könnte versuchen, es mit dem Löffel vom Tisch aufzuheben, dann ist es nicht mit der Hand angefasst. Meint ihr, ist das die Lösung? Nee, irgendwie nicht. Wisst ihr was? Es ist voll einfach. Ihr ignoriert es einfach. Was? Ja, wenn euch mal was vom Teller wegrutscht und ihr wolltet das gar nicht, einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Also das finde ich mal eine sehr gute Regel. Und jetzt ist Zeit für den Hauptgang. Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce. Und die sollen wir, wie es die Leute in Italien machen, nur mit der Gabel ohne Löffel essen. Mit einer Hand aufrollen und immer nur so viel, wie man auf einmal in den Mund bekommt. Ist das zu viel? Ehrlich gesagt sehe ich das als große Menge. Zeig mal, wie groß ist dein Mund. Oh ja, da passt das noch rein. Ich würde sagen, das geht für dich. Und denke mal an die aufrechte Haltung. Genau. Was es alles zu beachten gibt. Du sag mal, es sind ja schon wahnsinnig viele Regeln. Also an was man da alles denken muss, ne? Was ist denn, wenn man mal irgendwas davon vergisst? Das ist nicht schlimm. Also du kannst gerne, wenn du deine Wertschätzung zeigst, auch mal was falsch machen, dann hast du schon Sympathien, weil du die Bemühungen schon gezeigt hast. Das heißt, du würdest schon sagen, man muss sich jetzt auch nicht immer an alle Regeln halten. Richtig. Ey, was haltet ihr davon, wenn wir mal kurz einfach die Regeln Regeln sein lassen und uns entspannen? Ich muss ja sagen, sich manchmal nicht an die Regeln zu halten, macht auf jeden Fall großen Spaß. Servietten-Spaß! Aber wenn das allen so viel Spaß macht, wozu brauchen wir dann überhaupt Regeln? Checkerfrage. Warum gibt es Regeln? Ganz schönes Chaos gerade, ne? Stellt euch mal vor, jeder würde einfach immer machen, was er oder sie gerade will. Das klingt vielleicht erstmal verlockend, aber wäre das wirklich so gut? Oder auch Zeit. Na, wie fandet ihr das gerade? Wahrscheinlich irgendwie nicht so cool, ne? Ich meine, mein lautes Kaugummi-Kauen war wahrscheinlich richtig nervig. Und dann war ich auch noch einfach echt unhöflich, als mir jemand netterweise ein Glas Wasser angeboten hat. Ich wette, wenn ich mich immer so benehmen würde, dann würde mein Team mich in kürzester Zeit einfach richtig ätzend finden. Und das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Ihr seht also, so ein paar Benimmregeln sind wirklich wichtig, damit das Zusammenleben in unserer Gesellschaft gut funktionieren kann. Es gibt immer Ausnahmen, haben wir ja vorhin gesehen, es kann richtig Spaß machen, alle Regeln über Bord zu werfen. Aber das geht eben auch nur dann, wenn wirklich alle damit einverstanden sind. Es gibt nämlich auch Regeln, da gibt es keine Ausnahme. Und das sind die sogenannten Gesetze. Also die Regeln, die der Staat bestimmt. Wer gegen ein Gesetz verstößt, der kriegt dafür auch eine Strafe. Das kann zum Beispiel eine Geldstrafe sein oder sogar eine Gefängnisstrafe. Nehmen wir mal an, jemand geht in den Laden und klaut was. Dann steht in diesem Buch festgeschrieben, welche Strafe es dafür gibt. Das ist nämlich das Strafgesetzbuch oder kurz STGB. Stellt euch mal vor, es würde keinerlei solche Regeln geben. Keiner würde bestimmen, jeder könnte machen, was er will und es würde auch keine Strafen geben. Sowas nennt man Anarchie. Das kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie ohne Herrscher. Das Problem dabei ist, es würde ziemlich sicher totales Chaos ausbrechen. Und irgendwann würden sich einfach die Stärksten durchsetzen und die Schwächsten wären ohne Schutz. Und damit genau das nicht passiert, weil das wäre ja super unfair, brauchen wir eben gewisse Regeln, die unser Zusammenleben regeln.
Regeln brauchen wir, damit unser Zusammenleben funktioniert. Ohne Regeln würden schnell Gerechtigkeit und Schutz in der Gesellschaft fehlen. Gecheckt. Weiter geht's jetzt in Nürnberg. So, ich bin jetzt mit Maximilian verabredet. Er hat sich früher ganz oft nicht an Regeln und Gesetze gehalten und das ging so weit, dass er dafür sogar ins Gefängnis musste. Und ich möchte jetzt mit ihm drüber reden, wie das für ihn war und wie er heute zu Regeln und Gesetzen steht. Und da ist er auch schon, Maximilian. Weil er immer wieder Regeln gebrochen hatte, musste er insgesamt 10 Jahre im Gefängnis verbringen. Jetzt muss ich dir kurz noch was zeigen. Also das hier ist das Gefängnis in Nürnberg. Mhm. Und da vorne ist der Jugendarrest, in dem ich das erste Mal in meinem Leben hinter Gittern saß. Wie alt warst du da? Da war ich 15 geworden gerade. 15, also ein Jugendlicher? Ein Jugendlicher, ich finde fast noch ein Kind. Mhm. Und das alles ja, weil du dich nicht an Regeln gehalten hast. Ich wollte mich nicht an Regeln halten. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du früher so drauf warst, dass eben das so weit ging, dass du sogar richtig hinter Gitter musstest? Also ich habe recht früh angefangen, so mit 12, 13 schon angefangen zu klauen und dann auch mit Leuten Schlägereien zu haben und bin mit den Leuten rumgehangen, mit denen man nicht hätte rumhängen sollen. Und die Konsequenz, das war dann tatsächlich das Gefängnis. Wieso war dir das so wichtig, gegen Regeln zu verstoßen? Ich glaube, dafür gibt es so verschiedene Gründe immer. Einer war, ich wollte immer Aufmerksamkeit. Ich wollte immer mehr Aufmerksamkeit, als ich bekommen habe. Mhm. Und wenn du jetzt guckst, ich sitze den ganzen Tag brav in der Schule, hat mir damals keiner ein Lob gegeben. Ne? Das haben die Lehrer gar nicht bemerkt. Wenn ich aber einmal irgendwie jemand vom Stuhl geschubst habe oder so, plötzlich hat der Lehrer mich angeschrien. Mhm. Plötzlich bin ich zum Rektor geschickt worden, plötzlich sind meine Eltern angerufen worden. Desto schlechter ich mich benommen habe, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich erhalten. Und ich glaube, das war ein großes Problem. Was auch immer noch ist, ich habe einen Freundeskreis gehabt, wo die Leute alle so waren. Und ich wollte natürlich denen gefallen. Ich wollte immer mitmachen, immer dabei sein. Und würdest du denn sagen, dass so eine Gefängnisstrafe das richtige Mittel ist, um Leute dazu zu bringen, sich dann doch an Regeln und Gesetze zu halten? Das ist schwierig zu sagen. Auf der einen Seite finde ich, Gefängnis ist nicht die richtige Strafe, um Leuten was beizubringen. Aber im Gefängnis lernt man, sich an Regeln zu halten. Mhm. So, das lernst du dort auf jeden Fall, weil es eben so viele Regeln gibt und die ständig überprüft werden. Im Gefängnis wohnt jeder Gefangene in einer Zelle, die von außen abgesperrt wird. Tagsüber dürfen die Gefangenen für eine Stunde auf den Hof oder können unter Aufsicht zum Beispiel in den Fitnessraum. 4-mal im Monat dürfen sie in diesem Raum Besuch empfangen. Ansonsten können die Gefangenen Briefe schreiben oder über ein Gemeinschaftstelefon telefonieren. Unter der Woche müssen die Gefangenen arbeiten oder sie besuchen einen Schulunterricht. Das soll sie auf ihr Leben nach dem Gefängnis vorbereiten. Maximilian, sag mal, jetzt bist du ja nicht mehr im Gefängnis und hast dir vorgenommen, dich hier draußen an alle Regeln und Gesetze zu halten und tust das ja auch. Mhm. Fällt dir das schwer? Ich glaube, am Anfang war es schon noch ein bisschen komisch, überhaupt draußen zu sein wieder. Mittlerweile habe ich aber einfach gemerkt, wie schön das ist, wenn man sich an die Regeln hält und dann dafür auch eben nicht mehr bestraft wird, sondern im Gegenteil sogar ein Lob bekommt, weil man was richtig gemacht hat. Was würdest denn du zu Leuten sagen, die sagen, ja, okay, das verstehe ich alles, super wichtig mit den Gesetzen, aber manchmal macht es mir trotzdem mehr Spaß, Regeln zu brechen? Oder was mich verändert hat, war zu sehen, wie sehr ich meiner Familie damit geschadet habe, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. Also deinen liebsten Menschen. Was bedeutet es für die Mutter, wenn man im Gefängnis sitzt? Wie ist es, wenn der kleine Bruder ohne einen aufwachsen muss, weil man vom ständigen Regelverstoßen immer bestraft wird? Und vielleicht auch, wie es für die anderen ist, wie die einen wahrnehmen, wenn man jemand ist, der die Regeln überbricht. Stell dir vor, du spielst Mensch, ärgere dich nicht mit jemandem, der sich nicht an die Regeln hält. Das macht einfach keinen Spaß. Wie nimmst du diesen Menschen wahr? Und das war was mir auch geholfen hat. Ich möchte nicht als jemand wahrgenommen werden, der, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der ist doch doof, der betrügt. Nee, ich möchte als ehrlicher Mensch wahrgenommen werden. Und auch wenn das nicht immer der leichteste Weg ist, finde ich, ist es der bessere Weg. Das war heute wirklich richtig cool mit dir. Vielen Dank für den Spaziergang und dass du mir das alles so ehrlich erzählt hast. Ja, danke, dass du gefragt hast. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Leute, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr euch so richtig daneben benommen habt, weil ihr zum Beispiel total wütend wart. Vielleicht ist euch dann ein Schimpfwort rausgerutscht oder ihr habt euch sogar mal gekloppt. Und das geht natürlich gar nicht, weil wir so andere Menschen verletzen. Und damit das gar nicht erst passiert, ist es super gut, sich abzureagieren, noch bevor wir uns daneben benehmen. Zum Beispiel, indem wir uns bewegen oder all die schlechte Energie mal so richtig rauslassen. So, dann können wir doch jetzt super entspannt zur letzten Checker-Frage kommen. Welche Regeln gelten im Internet?
Mittlerweile finden ja große Teile unseres Zusammenlebens auch im Internet statt. Und auch dort gibt es Benimmregeln, an die man sich halten sollte. Und wie im echten Leben auch sind das vor allem Höflichkeit und Respekt. Es gibt sogar ein Wort dafür, das heißt Netiquette. Das setzt sich zusammen aus dem englischen Wort net, das heißt übersetzt so viel wie Netz und steht fürs Internet, und Etikette. Netiquette meint also Benimmregeln im Internet. Wenn wir digital, also übers Internet, miteinander kommunizieren, dann findet das Ganze ja weitgehend anonym, also unpersönlich statt. Klar, weil man sich nicht gegenübersteht und einander in die Augen guckt, sondern nur über Handy oder Computer miteinander schreibt. Vielleicht schreibt man sogar unter einem erfundenen Namen. Und da wird es problematisch, weil wenn wir uns anonym fühlen, dann machen wir vielleicht Sachen, die wir im echten Leben niemals tun würden. Zum Beispiel was super Gemeines oder sogar Lügen über jemand anderen in eine Chatgruppe schreiben. Zum Beispiel in den Klassenchat. Das nennt man Cybermobbing. Für die betroffene Person kann das richtig schlimm und verletzend sein. Und im schlimmsten Fall gelangen diese Lügen sogar noch in andere Gruppen oder auf öffentliche Internetseiten und sind dann für jeden zu lesen. Und auch für alle anderen Nachrichten, die wir im Internet posten, gilt immer die Regel: erst denken, dann schreiben, dann am besten nochmal lesen und erst dann posten. Denn das Internet vergisst nichts. Und so eine Nachricht oder auch ein Foto sind super schnell kopiert und sind eben auch noch da, wenn ihr die Nachricht oder das Foto vielleicht längst schon wieder gelöscht habt. Im Internet sollte man sich an die Netiquette halten. Das sind Regeln für den digitalen Umgang miteinander. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie nennt man eine Gesellschaft ohne Regeln? A. Anarchie, B. Demokratie oder C. Diktatur? Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Anarchie. Das kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie ohne Herrscher. Richtig ist also Antwort A. So Leute, das war's vom Benimmcheck. Ich bin jetzt zum Ende der Sendung nochmal zum Kellner geworden. Ich werde jetzt unseren Gästen und auch dir, Betül, gleich draußen noch den Nachtisch servieren. Es gibt Kuchen. Worauf muss ich achten, wenn ich ein Top-Kellner sein will? Also wenn du es schaffst, ganz unsichtbar zu werden und die Gäste bei ihren Unterhaltungen nicht unterbrichst und störst, desto besser bist du als Kellner. Das kriege ich hin. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Kannst dich schon mal setzen, gleich kommt der Nachtisch. Freue ich mich. Unsichtbar sein. Ist ja nicht so schwer. Ich mache einfach keine Geräusche und dann steht da plötzlich ein Tipptopp 1A Nachtisch vor den Leuten. Ich bin ein richtig unsichtbarer Kellner. Das wird super. Alles gut, nichts passiert. Nur die Teller. Ich bringe euch neuen Kuchen, ja? Also, das mit dem Kellnern übe ich noch und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, der die Action mag, der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der taucht.